Na, hallo alle miteinander. Mal wieder ein Zwischenbericht. Das Ständerwerk ist jetzt endlich komplett fertig. Und vielen Dank nochmal an Robby für den Hinweis. Ich habe das alles jetzt auch noch einmal eingeölt. Schaden kann es ja nichts, dass das einmal behandelt ist. Machen wir mal einen kleinen Schwenk. Und vielen Dank an Andi. Ich versuche diesmal mal ein bisschen langsamer zu schwenken. So, da ein bisschen Abstützungen, wenn er gefahren wird. Hier kommen noch zwei Querriegel rein, aber das muss ich noch offen lassen, um die Holzplatten reinzubekommen. Hier in die Ecke kommt dann das Bett. Fenster. Hier kommt das Bleiglasfenster rein. Irgendwie funktioniert das hier mit der Schärfeeinstellung noch nicht so richtig. Ja. Ich und die neue Technik. Ja. Hier die Höhe habe ich so gemacht von diesen Querriegeln hier, dass gleich die eine Dämmplatte richtig reinpasst, dass man nicht so viel schneiden muss. Hier in die Ecke kommt dann der Ofen. Hier eine Couch mit so einem kleinen, wie nennt man das, wo man die Füße ausstrecken kann. Ihr wisst schon. Dann geht es hier rüber. Hier kommt dann der Schreibtisch hin und die Ecke da. Der Kühlschrank und hier die Küche. Ja. Als nächstes. Ach so, ja, hier ist dann die, habe ich mich entschlossen, die Eingangstür einmal hier mittig. Die geht dann so rum auf. Und hier in derselben Flucht die Eingangstür, dass man auch mal Krams reintragen kann. Die Eingangstür nach draußen, die geht dann wahrscheinlich so rum auf nach außen. Ja, hier habe ich mal zwei Löcher vorgesehen. Das wird aber später erst gemacht, dass ich da noch irgendwie ein bisschen Fenster oder nur so Rollläden hinmache. Ach ja, jetzt wird's schärfer. Na gut, ich arbeite dran. Ja, und hier in die Ecke kommt dann einmal, das wurde ich ja auch gefragt, wie mache ich das mit der Toilette? Hier kommt eine Trockentoilette hin in den Vorraum und da kommt dann auch der Elektrokasten hin mit der ganzen Elektronikgeschichte. Ah ja, jetzt ist es schärfer. Und dazu vielleicht noch ganz interessante Gedanken. Mal gucken, ob es jetzt scharf aufnimmt. Keine Ahnung. Da musste ich über mich selbst lachen. Ich bin das so gewohnt und viele auch. Ja, ich brauche ein Bad und ein Esszimmer. Und da habe ich mir überlegt, in jeder Wohnung, die ich hatte, hatte ich ein Esszimmer und einen Esstisch. Der hat eigentlich immer nur da rumgestanden. Ich bin nicht der, der mich groß an den Esstisch setzt. Und dann lasse ich den jetzt hier einfach weg. Und als Bad reicht mir hier einfach ein Waschbecken. Ich habe nachher die Spüle. Natürlich muss man dann, setze ich mich damit selber unter Druck, muss ich auch immer regelmäßig spülen, dass das frei ist, dass ich mir auch morgens und abends die Zähne putzen kann und das Gesicht waschen kann und so. Und ansonsten werde ich da, wo ich dann lebe, im Haus noch eine Toilette und eine Dusche haben und vielleicht dann langfristig draußen mir auch noch mal was hinbauen, da berichte ich aber später drüber. Aber so einfach mal, wie krass man in so Gewohnheiten drin ist, obwohl man eigentlich schon aus diesem Normalen schon seit langem draußen ist. Im Bus hatte ich das ja auch. Extra Dusche eingeplant, ein Bad, das stand die 90% einfach leer. Auf so einem kleinen Raum ist das einfach Quatsch. Naja, also ihr seht, es geht voran.
Als nächstes kommt dann jetzt, hier sind schon die Kabel, einmal für die 12-Volt-Geschichte, die Elektrik, die Lampen werde ich mit 12 Volt betreiben und einmal dann 230 Volt, habe ich hier auch schon. Das kommt jetzt dann als nächstes, die Löcher in die Balken bohren, um die Kabel zu verlegen. Ich werde die allerdings auf Putz machen und nicht unter Putz, weil einfach dann, wenn ich da jetzt nochmal die Dosen reinmache, nach draußen hin so die normalen Hohlraumdosen, die es gibt, dann ist an der Stelle keine Dämmung mehr. Und das mag ich verhindern, deswegen gucken nachher einfach nur die Kabel dann raus und da kommen Aufputzsteckdosen hin. Ja, was soll ich noch mehr sagen? Ich bin ganz zufrieden. Lieber Mike, falls du das Video mal siehst, ein Zimmerer, Zimmermann hier aus dem Ort, der mir ein paar Tipps gegeben hat, der hat auch gesagt, ja, das hat Hand und Fuß alles und ja, da gucken wir mal. Ich glaube, für heute mache ich erstmal Feierabend. Ab und zu muss man auch mal ein bisschen umschalten. Alles Liebe und ja, jeder, der sowas angehen will, das ist machbar. Jetzt habe ich naja, eine Woche länger gebraucht, als ich gedacht habe für das Ständerwerk, 3 Wochen. Aber ich habe auch alles alleine gemacht. Wenn man zu zweit ist, geht das mit Sicherheit auch flotter. Und ich halte euch am Laufenden, wie es weitergeht. Liebe Grüße, tschüss.